jetzt. Ich möchte, dass du stirbst. Oh, perfekt. Und da haben wir ihn auch noch weggeholt. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir haben heute das Kit Ungeheuer und das Ungeheuer Kit kann nur mit dem Bogen angreifen. Jedoch, seht ihr hier jetzt mein neues Optifine Cape. Jedoch zerbrechen alle Waffen, die er benutzt, wenn diese auf einen Gegner antreffen. Das heißt, ich kann wirklich nur Leute mit einem Bogen töten. Aber dafür besteht zu 70% die Chance, dass sich der Bogen nach jedem Kill verbessert. Ist ja auch nicht schlecht. Aber am Anfang muss man halt schon wirklich schauen, dass man Leute tötet, die echt keine Ausrüstung haben, damit man wirklich einen starken Bogen dann im Endeffekt hat, weil man möchte ja schließlich nicht im Deathmatch landen und dann noch immer den 1er Bogen haben, ohne Verbesserungen, ohne gar nichts, weil der hat ja nicht mal Stärke oben, sondern er hat einfach nur Haltbarkeit und Unendlichkeit. Dann kann man den ja auch nicht irgendwie verbessern, weil... weil der ja schon verzaubert ist. Das ist halt auch ein Aspekt, den man beachten muss. Und deswegen werden wir auch ein bisschen mit Tränken arbeiten. Mal schauen. So, in 30 Sekunden geht schon los. Wir haben leider keinen guten Stuff bekommen. Das bedeutet, wir können uns keine Ausrüstung basteln. Schauen wir mal da vorne. Haben wir keine Ausrüstung. Wir müssen auch auf jeden Fall von vielen Menschen weggehen. Also am besten, wir treffen immer einen Gegner alleine an. Und Kängurus sind, denke ich, so mit unsere stärksten Feinde, weil diese können einfach mega nah an dich rankommen. Und ich glaube, das hier ist doch ein Typ. Nee, doch nicht. Aber das ist mir so auffällig gefolgt irgendwie, dass ich jetzt glatt dachte, das ist irgendwie ein Mensch. Oh, ein Goldapfel. Das ist perfekt, den stecke ich mir jetzt auch schon rein. Weil mit einem Goldapfel habe ich halt doch noch die Chance, dass ich irgendwie mehr Zeit habe, den Gegner zu töten. Er ist im Wasser. Da ist er, unser Opfer. Okay, er trinkt den Trank der Regeneration, aber er sollte sterben. So, da ist er tot. Und unser Bogen hat sich auch noch verbessert. Das ist super. Hinter uns ist jemand, habe ich gesehen. Oder nee, hier ist jemand. Hilfe! Ah, schnell ins Wasser. Schnell rüber auf die andere Seite. Hier ist jemand. Und das wollen wir natürlich nicht. So eine Enderperle, das hier wäre auch gut. Beim nächsten Port können wir uns auf jeden Fall schon mal was sehr, sehr Cooles craften. So. Der Gegner ist noch weit genug weg. Das heißt, wir können... Brustpanzer, zack. Und sonst können wir uns eigentlich... Ups, jetzt habe ich beide Werkbänke platziert. Genius! So. Erstmal ganz schön hier abbauen. Ich breche dann ab beim Abbauen. Okay. Ist auch in Ordnung, sorry Leute, ich bin heute wieder mal verpeilt, wie immer, wie ihr mich halt kennt. Und jo, so, dank der Schnelligkeit, soweit ich es gesehen habe, ja. In letzter Zeit vertue ich mich nämlich sehr oft. Ich tue ganz oft den Drang der Schnelligkeit verwechseln mit einem Drang der Vergiftung und dann vergifte ich mich immer selbst. Da muss ich noch schauen. Also beim Sphex Texture Pack sind die Drang der Vergiftung und Drang der Schnelligkeit so ähnlich, dass ich die irgendwie immer verwechsle. Also das ist nicht so gut. Für mich zumindest, für die Gegner schon. Okay, wir wurden geportet. Und 77 Blöcke ist der nächste entfernt. Das heißt, wir könnten uns dennoch einen Helm machen. Und Eisenschuhe. So, zack, zack. Und dann fehlt uns noch ein Gold, damit wir uns ein Goldhösle machen können. So, dann verzaubere ich das hier gleich. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass hier irgendjemand in der Nähe ist. So. Schutz. Perfekt. Perfekt. Gut, 75 Blöcke. Oh, noch mehr Eisen. Das gefällt mir. So möchte ich das. Dank der Schnelligkeit. Aber wir haben ja noch den Schnelligkeitseffekt. Eine Minute. Das ist gut. Aber ich hoffe mal einfach, dass wir noch schnell auf Gegner treffen. Weil unser Bogen sollte sich ja eigentlich auch schnell dann upgraden, wenn wir viele Leute töten. Und wie ihr seht, leben ja nicht mehr so viele. Also das ist halt das größte Problem, wenn wir nie auf Gegner antreffen. Natürlich kann man dann sagen, oh, dann kommst du ja schneller ins Deathmatch und so weiter. Aber so ist es nicht. So ist es vielleicht, ja. Aber
ihr müsst bedenken, ich habe dann einen Scheißbogen im Deathmatch und das möchte ich natürlich nicht. So. Du musst jetzt erstmal dran glauben. Ich habe Speed, deswegen komme ich jetzt ganz schnell zu dir. Und nochmal. Zack. Okay. Er hat auch einen sehr, sehr starken Bogen. Okay, ich heile mich mal ganz kurz. Dann esse ich noch ganz schnell was. Und dann gehen wir ihm gleich wieder hinterher. Oh, der hat eine etwas bessere Ausrüstung als ich. Okay, wir gehen da jetzt mit einer Enderperle rüber. Weil sonst ist das, denke ich, unser Tod. Oh nein. Okay, wir sind eindeutig am Arsch. Er hat sich geheilt. Aber wir treffen ihn. Oh, das war ein schöner Move. Sehr, sehr schöner Wurf von mir. Auch wenn ich mich nicht selbst loben sollte eigentlich. Wasser, Spinnweben, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir die haben. Aber ein Känguru ist einfach, das flüchtet und flüchtet. Also ich finde, das Kit sollte einfach schwächer gemacht werden. Für mich ist das doch immer das zu stärkste Kit. So, du Känguru. Du stirbst jetzt. Ich möchte, dass du stirbst. Oh, perfekt. Und da haben wir ihn auch noch weggeholt. Hätte ich nicht gedacht. Und der bekommt natürlich unsere Sachen. Na klar. Ist ja kein Ding. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den noch bekommen. Aber hat sich ja wohl gelohnt. Brauchen wir auf jeden Fall schnell Holz. Auch wenn hier gerade einige Kisten sind. Aber wir brauchen auf jeden Fall Holz. So, zack. Ich habe so viele Angeln hier, was denn da los? So, perfekt. Und dann geht's auch gleich schon weiter. Ich gehe... Oh, wir sind jetzt schon im Finale. Was hat er denn bekommen? Schlag, das ist gut. Das heißt, er hat Rückstoß. Und ich glaube, dass unser Gegner hier nicht so die gute Ausrüstung hat, weil ich glaube, dass der vorhin geportet wurde. Aber dass wir das Känguru so weggeholt haben, das ist schon sehr nice gewesen. Auch wenn ich immer so mega Angst vor Kängurus habe. Also wenn ich da auf eins antreffe hier, das ist immer so eine Sache, ne? Da habe ich schon immer so ein bisschen Angst vor denen. Die sind irgendwie unberechenbar, diese Kängurus. So, mal schnell hier eine Bergbank. Unser Holz ist weg. Aber hier liegt noch Holz. 3. Und dann sammeln wir das hier wieder auf. Das sind dann genug, um eine Werkbank zu machen. Wir holen uns Holz, werden genau dann geportet. Ja, super. Zack. Perfekt, dann können wir uns jetzt noch das hier craften. Wenn wir Platz hätten. Und das hier. So. Zack, 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 zack. Perfekt, Leute. Und dann geben wir uns noch ein paar Levels. Aber der kommt ganz schnell hierher. Ich glaube, das ist auch ein Känguru. Wenn ja, dann sind wir schon ein bisschen aufgeschmissen. Also man sieht es auf jeden Fall, dass er sehr, sehr schnell kommt. Ich hau mal ein bisschen ab wieder. Verzauber die jetzt einfach mal. Schutz. Da jetzt auch noch Schutz drauf kommt. Danke, meine Schuhe sind weg. Das ist sehr nett von dem, dass der die jetzt hat. Genau dann! Leute, jetzt haben wir keine Schuhe mehr. Was machen wir denn da? Jetzt müssen wir müssen einfach abhauen, um uns noch ein besseres Equipment zu beschaffen. Weil das ist, glaube ich, sonst zu kritisch. Wir haben nämlich nur Schlag 1 und... Oh, okay. Jetzt habe ich hier wieder genug. Aber wir haben kein Holz mehr. Jetzt kann ich mir wieder Holz holen. Och, Leute, das ist doch doof. Kann er nicht irgendwie so ein Turmbauer sein, den ich dann nur von oben runterschießen muss? Das wäre doch schön. Das wäre doch mal ein hübscher Kampf. Ein hübscher Endkampf. So, 76 Blöcke. Ich lache ja jetzt, wenn er da wirklich oben am Tower steht. Nee, tatsächlich nicht. Hätte ich nicht gedacht. Und er ist im Wasser. Oh, er ist wohl auch ungeheuer. Aber ich glaube, wir treffen ihn, glaube ich, ein bisschen besser. Wir haben ihn jetzt schon ganz schön hart getroffen. Ich denke, dass er einiges schon gefressen hat jetzt. Okay.
Er hat auf jeden Fall ein verzaubertes Schwert. Im Wasser. Er muss im Wasser bleiben. Ja, GG. Und das war jetzt wirklich ganz schön knapp. Ich dachte mir ehrlich gesagt, dass wir das jetzt nicht mehr schaffen. Aber mit 2,5 Herzen haben wir das jetzt zum Glück noch geschafft. Und ich bin wirklich ziemlich aufgeregt jetzt schon wieder. Viel Bauschaden. Ich hoffe. Und ja, wie gesagt, das Kit ist so... geht. Also ich muss sagen, dass man überhaupt keine Nahkampfwaffen benutzen darf, finde ich ein bisschen zu streng. Ich finde, man sollte irgendwie das so einführen, dass man eine Schaufel zum Beispiel oder eine Axt benutzen darf, aber mit einem gewissen Grad. Also, dass man zum Beispiel sagt, ja, wir haben wie beim Feuerzeug so 10 Ticker und mit diesen 10 Tickern kannst du jetzt zum Beispiel... ja, 5-mal den Gegner schlagen und dann zerbricht die Waffe. Würde ich persönlich ein bisschen besser finden, aber das ist ja dann wohl Geschmackssache. Und sonst mit dem Bogen finde ich das Kit sehr stark, aber man ist halt echt auch ein bisschen ein Glückskit. Auf welche Gegner man trifft, weil ein Känguru springt locker über dich drüber mit dem Bogen. Also, und das ist, wie gesagt, ein sehr verbreitetes Kit. Deswegen habt ihr von mir, erst eine klare Kaufempfehlung von mir, wenn das geupdatet wurde, dass man wenigstens ein bisschen Nahkampfschaden machen kann. Und da würde ich euch lieber das Kit Ritter ans Herz legen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Heute kommt auch noch Minecraft Leben, das nehme ich jetzt auch gleich auf. Und ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao.